Herr Professor Drossin von der SAH-Hochschule in Heidelberg. Herr Professor Drossin, zunächst das erste Wort, wo ich fragen muss, wie gefällt Ihnen der MLP-Marathon? Wie wichtig ist er aus sportökonomischer Sicht für die Metropolregion Rhein-Neckar? Also ich finde ihn hervorragend. Ich bin Begleiter dieses Marathons seit der ersten Veranstaltung. Und ich muss sagen, was Dr. Herbert hier auf die Beine gestellt hat, ist natürlich fantastisch. Sowohl für die Stadt Mannheim als auch natürlich für die Sportregion. Und ich freue mich insbesondere dann immer darüber, dass wir eigene Absolventen, Studenten in dieser Veranstaltung mit drin haben, sodass hier auch ein aktives Betätigungsfeld für uns ist. Und auch dafür danke an Dr. Herbert, dass er das eben auch immer wieder ermöglicht. Sportökonomisch muss ich sagen, die Zahlen liegen mir nicht vor. Wir würden gerne mal eine Studie in dem Zusammenhang eher machen, um dem auf den Grund zu gehen. Aber für die Veranstaltung, für die Region insgesamt ist das mit Sicherheit deutlich als 1 Million Euro, wenn es nicht so in andere Größenordnungen sogar hineingeht. Aber das ist eher eine Schätzung auf der Basis einer anderen Studie, die wir gemacht haben, als wir den Weinstraßenmarathon, der sehr regional gefärbt ist, untersucht haben. Aber auf jeden Fall, das Konzept ist richtig und man sieht eher, dass wir hier in Mannheim ein unterstützenswertes Großprojekt haben, das wir alle gemeinsam noch stärker tragen sollten. Sie waren vor 14 Tagen Gastgeber eines Sportgipfels an der SAH-Hochschule in Heidelberg. Es war die Frage im Raum gestanden, Sportkrise bzw. Wirtschaftskrise gleich Sportkrise, Fragezeichen, wie wirkt sich die Wirtschaftskrise auf den Sport aus? Ein kurzes Fazit Ihrer Seite, nachdem sich jetzt das Ganze ein wenig gesetzt hat, was alles an Einflüsse da auf Sie eingewirkt haben bzw. auf alle, die da daran teilgenommen haben? Ja, danke für diese Frage, weil wir sind natürlich relativ früh mit dem Thema Krise als Sportbusiness, als Sportmanagement angetreten und können heute sagen, dass es ein richtiger erster Versuch war, einmal über die Krise und die Auswirkungen der Wirtschaftskrise im Sportmanagement zu reden. Und die Punkte, die angesprochen wurden von den exzellenten Rednern, waren eigentlich so, dass es schon doch erhebliche, aber unterschiedliche Auswirkungen gibt zu dem Thema, wie Sportsponsoring in den nächsten Monaten möglicherweise gehandelt wird. Und wir können feststellen als Ergebnis, dass gesagt wurde, diejenigen, die heute mehrjährige Verträge abgeschlossen haben, sind auf der guten, auf der sicheren Seite, aber diejenigen, die in diesem Jahr neue Verträge auszuhandeln haben als Sportanbieter, Sportvereine, Sportverbände, die haben natürlich das Nachsehen möglicherweise. Wie können Sie vielleicht konkret mal auf die Metropolregion eingehen? Wird es einen Wandel in irgendeiner Hinsicht geben? Gibt es eine große Veranstaltung nicht mehr oder so? Hat sich da irgendwas speziell für die Metropolregion was herauskristallisiert? Für die Metropolregion kann ich eher weniger sagen. Ich würde im Gegenteil sogar meinen, dass die Metropolregion durchaus die Schwierigkeiten, die man früher in der Finanzierung von Sportveranstaltungen hat, auch in diesem oder im nächsten Jahr haben wird. Aber dass im Grunde genommen meiner Beobachtung oder unseres Gespräches nach keine größeren Ausfälle zu verzeichnen sind, was Sportveranstaltungen anbelangt. Aber man kann eben auf ganz Deutschland bezogen relativ deutlich sagen, dass die Krise im Sportbusiness angekommen ist und dass im Grunde genommen eher die kleineren Vereine, Verbände, die Sportsponsoring eher als Förderung ihrer Aktivitäten ansehen, dass die vielleicht betroffen sein könnten durch Einsparmaßnahmen, insbesondere von den Großunternehmen unserer Gesellschaft. Gut, okay, dann bedanken wir uns recht herzlich für dieses Interview und wünschen dem weiteren Verlauf vom MLP-Marathon und dem gesamten Sport in der Metropolregion weiterhin alles Gute. Das sehe ich genauso. Danke.